Hi und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Mein Name ist Stefan und heute geht es mal wieder um die 5 Minuten Raw Challenge. Ich hätte niemals gedacht, dass dieses Format mal so erfolgreich werden wird und ihr immer wieder nachfragt, ob es da endlich mal wieder eine neue Folge gibt. Es freut mich umso mehr und deswegen bearbeiten wir heute wieder zwei Raw-Dateien, die ihr mir geschickt habt und ich habe dafür jeweils 5 Minuten Zeit. Viel Spaß! Ich habe zwei RAW-Bilder hier jetzt wieder geöffnet und ich finde beide extrem cool. Ich habe sie mir jetzt noch nicht großartig angeschaut, nur mal ganz kurz rüber geguckt und es sind zwei Fotos, die ich wirklich extrem schön finde. Ich werde jetzt hier mal noch ganz kurz das hier so ein bisschen wegmachen, damit wir hier ein bisschen mehr Bearbeitungsfläche haben. Hier, das brauchen wir auch nicht hier unten und dann haben wir das Bild hier richtig schön groß. So, ich würde sagen, ich packe 5 Minuten auf die Uhr für das erste Foto und los geht's. Dieses Foto hier ist ein schönes Urlaubsbild, wie ich finde. Es sind nur so ein paar Kleinigkeiten, die mich extrem stören. Zum einen hier unten dieser kleine Vorsprung. Ich denke mal, das ist hier ja von dieser Brücke, die hier lang führt, noch so ein kleiner Vorsprung. Den würde ich auf jeden Fall wegmachen und insgesamt die Farbigkeit ist okay. Aber ich denke, da kann man noch eine ganze Menge mehr rausholen. Deswegen fange ich hier mal in der Kamerakalibrierung an und werde jetzt hier mal so die Blauwerte so ein bisschen weiter nach links schieben, die Rotwerte mal so ein bisschen weiter nach rechts. Und die grünen Werte, na, schauen wir mal. Ich denke mal auch eher so ein bisschen weiter nach rechts. Vielleicht die blauen Werte noch ein bisschen mehr. Irgendwie sowas in der Richtung gefällt mir schon ganz gut. Das kann man auf jeden Fall so lassen. Vielleicht die Rotwerte sogar noch mehr hier rüber. Schauen wir mal, wenn wir hier die Blauwerte komplett rüberziehen. Ja, das ist jetzt natürlich schon sehr extrem, aber wir werden jetzt hier auch die Sättigung noch so ein bisschen runternehmen von allen Werten hier. Und ich denke mal, dann passt es so schon ganz gut. Das Blau ist ein bisschen sehr intensiv. Wobei wir das jetzt auch noch in der HSL-Tabelle gleich ausgleichen können. Da gehe ich mal gleich als nächstes rein in die HSL-Tabelle und werde jetzt hier mal noch so ein bisschen die Farbtöne verändern. Zum einen das Blau werde ich so ein ganz bisschen weiter noch Richtung Aquamarin schieben. Das gefällt mir so schon ganz gut hier. Ich bin da immer so, bei solcher Art von Fotos finde ich das immer ganz schön, wenn man so ein bisschen diesen Tropical, diesen Flair, dieses Flair hat, dieses Tropical Flair irgendwie. Von daher schauen wir mal, das Orange schon ein bisschen weiter Richtung Rot noch, das Gelb ein bisschen weiter Richtung Orange hier. Und dann gefällt mir das so schon echt ganz gut. Von der Sättigung her, Magenta und Lila nehme ich mal hier fast komplett raus. Das Blau werde ich mal auch noch so ein bisschen rausnehmen, weil es mir zu gesättigt hier einfach ist. Gerade so im Himmelbereich. Aquamarin kann auch noch ein bisschen raus. Das Grün möchte ich schon noch ziemlich weit rausnehmen. Und Rot, Orange und Gelb so ein ganz bisschen. Ja, nicht zu viel. Aber insgesamt ist das Bild halt sehr, sehr gesättigt gewesen. Und da muss man halt ein bisschen aufpassen. Hier das Gelb und Orange lasse ich mal ein bisschen mehr drin. Das Blau schauen wir mal, dass wir das noch ein bisschen hier rausnehmen. So, gefällt mir das schon ganz gut. Von der Luminanz her kann das Blau, ja, ich würde es nicht dunkel machen, ich würde es eher ein bisschen heller machen noch. Ja, und auch das Grün kann noch ein Stück heller werden. Und das Gelb auch. Okay, so gefällt mir das schon ganz gut. Dann gehen wir mal als nächstes in die Teiltonung rein. Wir arbeiten weiter mit der Farbe. Die Lichter werde ich jetzt hier mal so ein bisschen einfärben in was Bläulichem noch, damit wir hier wieder ein bisschen mehr Blau reinkriegen. Die Sättigung stelle ich hier ungefähr auf 10%. Und die Schatten werden wir so ein bisschen in was, ja, so ein bisschen orange-gelb einfärben. Und so sieht es doch schon ganz gut aus. Perfekt. Dann werde ich als nächstes hier mal das ganze Bild noch ein bisschen schärfen. Also so ungefähr einen Betrag auf 80 stellen. Das Ganze mit gedrückter Alt-Taste wieder so ein bisschen ausmaskieren, damit wir hier wirklich den Himmel zum Beispiel nicht mitschärfen, sondern wirklich nur hier die Kanten, so wie wir es brauchen. Und dann gehe ich als nächstes mal in die Gradationskurve rein, denn da können wir hier unseren Look noch ein bisschen verfeinern. Ich möchte nämlich hier die Schwarzwerte so ein bisschen aufhellen, dafür hier die Schatten so ein bisschen abdunkeln. Können wir hier mal wirklich so eine kleine S-Kurve reinbauen. Die Lichter machen wir ein bisschen heller, nicht zu hell, aber so ein bisschen. Ja, und die Weißwerte so ein ganz bisschen abschwächen noch. Aber dann haben wir hier einen richtig schönen Style eigentlich, wie ich finde. Das kann man hier noch so ein bisschen runter machen. Ja, das gefällt mir so schon ganz gut. Sehr schön. Okay, dann gehen wir mal noch in die Effekte rein, denn ich möchte hier noch so eine kleine Vignette drumherum basteln, um das Ganze so ein bisschen abzurunden. Das gefällt mir so eigentlich auch schon ganz gut. Die Lichter, diesen Regler hier, werde ich wieder ein bisschen aufziehen, damit an der Stelle, wo es sehr hell ist, dass wir da nicht zu doll abdunkeln sind, sonst sieht die Vignette irgendwie ziemlich komisch aus.
So, und jetzt habe ich ja gesagt, dieser Vorsprung hier gefällt mir noch nicht, deswegen nehme ich jetzt hier mal den Kopierstempel bzw. den Bereichsreparaturpinsel, wie er in Lightroom heißt, und male jetzt hier einfach mal rüber. Bin mal gespannt, ob das funktioniert, wenn ich jetzt hier rüber male. Aber ich denke mal, ja doch, das sieht eigentlich ganz gut aus. Also wenn man es nicht weiß, ne, dann ist es jetzt hier komplett weg. Gefällt mir so ganz gut. Ich finde auch insgesamt, dass das Foto noch ein bisschen kippt. Das würde ich jetzt auch noch hier revidieren. Da kann ich mich einmal hier an diesen Gerüsten hier so ein bisschen orientieren und einmal am Horizont selber auch. Ich denke mal, so ist das Bild dann in Ordnung. Ich drücke jetzt hier einmal auf OK und jetzt haben wir hier auch ein gerades Bild. Das gefällt mir so schon ganz gut. Die Objektivkorrekturen könnte ich noch mit reinbauen. Dann wird es jetzt wieder ein kleines Stück heller, denke ich mal. Ja, obwohl, wird es gar nicht, es wird gar nicht erkannt. Okay, hier wurde ein so mit einem Objektiv fotografiert, was gar nicht erkannt wird. Von daher nicht weiter schlimm. Da passiert jetzt nichts. Aber das ist jetzt erstmal so, dass es mir eigentlich ganz gut gefällt. Vielleicht die Tiefe noch ein kleines bisschen aufhellen hier. Und ein bisschen mehr Kontrast rein. Ja, ein bisschen Klarheit noch. Und ein ganz bisschen Dunst entfernen. Ein ganz bisschen. So, jetzt sind die 5 Minuten aber auch um. Das war's, mehr kann ich hier nicht machen. Aber ich zeige jetzt mal das Vorher-Nachher. So sah es vorher aus. Und so sieht es jetzt aus. Ja, einfach einen kleinen Look drüber gelegt. Wie ich finde, sieht es doch so ganz gut aus. Und dabei muss ich es jetzt auch belassen, weil die 5 Minuten sind um. Ich hoffe, dir gefällt dieses Bild. Du kannst gerne mal unten in die Kommentare schreiben, ob du es anders gemacht hättest. Das ist jetzt so persönlicher, ja, persönlicher Look von mir, würde ich jetzt mal sagen, wie ich es gerne machen würde und vor allem auch nur in diesen 5 Minuten. Ne? Also ich kannte das Bild ja nicht großartig vorher und von daher sind das jetzt hier die 5 Minuten, die ich hatte. Wenn man ein bisschen mehr Zeit hat, dann kann man sich da auch vielleicht noch mal ein bisschen mehr Gedanken machen. Aber so gefällt mir das schon mal ganz gut. Dann gehen wir zum zweiten Bild rüber. Und das ist auch ein Foto, was ich extrem feiere, weil ja, ich mag Landschaften, ich mag Sonnenuntergänge und wenn dann noch ein paar Personen hier mit drin stehen, umso besser. Und ich würde sagen, es geht gleich wieder los. 5 Minuten, auf geht's. Und wir fangen diesmal hier in der Grundeinstellungspalette an. Ich würde gerne hier das Ganze so ein bisschen aufhellen erstmal, damit wir hier ein paar mehr Details in den Schatten haben. Die Lichter kann man, oh, die würde ich vielleicht gar nicht abdunkeln, sondern eher noch so ein bisschen aufhellen, damit die Sonne hier noch ein bisschen mehr strahlt. Das gefällt mir so schon ganz gut. Dann würde ich insgesamt ein bisschen Klarheit hier reinhauen, ungefähr plus 15. Ein bisschen Dunst entfernen geht auch immer, also plus 10 ungefähr. Das mag ich auch ganz gerne. Und auch hier bin ich ein Freund davon, diesen gleichen Stil anzuwenden, dass wir hier die Schwarztöne mal so ein bisschen aufhellen, ja, und dann dafür die Schatten wieder so ein bisschen abdunkeln. Einfach hier so eine kleine S-Kurve reinbauen. Gefällt mir persönlich sehr, sehr gut. Und dann machen wir das Ganze hier oben noch so ein bisschen heller. Ja, das mag ich. Sehr schön. Dann gehen wir mal nach unten in die Kamerakalibrierung. Ich würde auch hier ganz gerne das Ganze vom Look her so ein bisschen anpassen, hier so einen kleinen Orange-and-Teal-Look reinbauen. Und ich glaube, das passt hier echt ganz gut. Mal gucken, ob wir jetzt die grünen Werte weiter nach rechts ziehen oder weiter nach links. Nee, ich glaube, ja doch, ich glaube, wenn ich sie weiter nach links ziehe, dann gefällt es mir besser. Aber es ist insgesamt von der Sättigung auch einfach noch ein bisschen zu krass. Also ich werde jetzt hier die Sättigung in allen Kanälen so ein bisschen rausnehmen, weil das sonst einfach zu viel ist. Da werden wir auch gleich mal in die HSL-Tabelle reingehen und hier noch ein bisschen weiter optimieren. Das Blau ziehe ich so ein bisschen weiter Richtung Aquamarin. Insgesamt gefällt mir das mit der Sättigung auch noch nicht so sehr. Das ist zu gesättigt alles, deswegen werde ich jetzt hier auch mal die Orangetöne noch so ein bisschen entsättigen. Die Rottöne auch. Das kommt alles noch so ein bisschen raus. Grün kann sehr viel raus. Blau passt eigentlich soweit, Magenta nehmen wir noch viel raus, Lila nehmen wir noch viel raus. Also das ganze Bild ist auch hier sehr stark gesättigt und von daher muss man da einfach so ein bisschen aufpassen, dass man da das ganze Bild nicht zu sehr sättigt. Ein bisschen die Gelbtöne noch anheben von der Helligkeit her, genauso die Grüntöne, damit wir da einfach noch ein bisschen mehr Details drin haben. Das gefällt mir so jetzt schon ganz gut. Auch hier gehe ich nochmal in die Teiltonung rein. Hier werde ich die Lichter jetzt diesmal wieder so ein bisschen ins Orange einfärben, noch, um die Sonne hier auch noch so ein bisschen zu verstärken. Und die Schatten, da werde ich jetzt hier erstmal die Sättigung ein bisschen hochziehen, damit man überhaupt was sieht. Weil die Schatten, die kriegen so einen grünlich-bläulichen Touch. Das ist jetzt natürlich hier zu doll. Gehen wir mal mit der Sättigung runter auf ungefähr 7. Und so gefällt mir es dann doch schon ganz gut. Ja, ein bisschen mehr Richtung Blau noch hier und dann passt es. Sehr schön. Dann gehen wir weiter runter. Ich will das Bild auf jeden Fall schärfen. Auch hier wieder so ein Wert zwischen 80 und 90. Mit gedrückter Alt-Taste maskiere ich das Ganze aus. So gefällt mir das schon ganz gut.
Was mich jetzt hier noch stört, wir haben hier so einen kleinen Lensflare noch drin, den werde ich auch rausbasteln. Einmal hier mit dem Kopierstempel draufgeklickt und dann sollte das hier eigentlich schon, na, ich werde mal hier einen anderen Bereich nehmen, damit es nicht ganz so auffällt und genauso den hier, den nehme ich auch noch raus. Da sollte das Ganze passen. Sehr schön, dann ist das auch weg. Dann werde ich als nächstes nochmal reingehen, nochmal in die Grundeinstellungspalette. Ich würde gerne die Klarheit noch so ein bisschen mehr anheben. Die Schwarzwerte noch so ein bisschen abdunkeln, damit wir hier ein bisschen mehr Kontrast noch reinkriegen. Auch den Kontrastregler an sich ziehe ich nochmal ein bisschen hoch, weil ich mag in dem Fall echt kontrastreiche Bilder. Und auch hier möchte ich jetzt nochmal in die Effekte reingehen und hier eine kleine Vignette einbauen. Und auch hier soll es so sein, dass ich diesen Lichterregler noch ein bisschen nach oben ziehe, damit hier gerade im Bereich der Sonne das Ganze nicht zu doll abgedunkelt wird. So gefällt mir das schon ganz gut. Ich werde jetzt hier mit dem Pinsel noch mal ein bisschen reinmalen. Das Ganze erstmal resetten, hier mit gedrückter Alt-Taste einmal alles zurücksetzen und ein bisschen Belichtung reinbauen und ein bisschen die Tiefen aufhellen. Die Pinselspitze hier ein bisschen größer machen. Und dann geht es mir vor allem darum, dass wir hier die beiden noch mal so ein bisschen aufhellen. Denn die sollen natürlich schon hier im Vordergrund stehen und das Ganze soll natürlich hier auch so ein bisschen rausstechen. Okay, das gefällt mir so ganz gut. Ein bisschen nehme ich es zurück, die Belichtung. Die Tiefen können ein bisschen doller aufgehellt werden. Jawohl, das gefällt mir sehr gut. Und ich schaue mal, ob wir noch was machen müssen. Die Objektivkorrekturen packen wir noch mit rein. Diesmal wird ein Objektiv erkannt. Ja, da wird auch eine ganze Menge noch entzerrt. Chromatische Aberrationen entfernen wir noch. Das gefällt mir so schon ganz gut. Vom Bildausschnitt gefällt es mir auch sehr, sehr gut. Horizont scheint gerade zu sein. Also da müssen wir auch nichts weitermachen. Und ich würde fast sagen, dass wir hier durch sind mit diesem Bild. Ich zeige dir jetzt auch hier nochmal ein Vorher-Nachher. So sah es vorher aus, so sieht es jetzt danach aus. Und wie ich finde, haben wir auch hier eine ganze Menge erreicht. Man kann es natürlich noch ein bisschen fortführen. So ein kleines bisschen mehr Dunst entfernen kann noch rein. Vielleicht nochmal plus 5. Und dann haben wir hier aber auch ein super Ergebnis. Jetzt sind auch hier die 5 Minuten um. Du kannst auch gerne jetzt nochmal in die Kommentare reinschreiben, ob dir dieses Bild, wie ich es gemacht habe, so gefällt, ob du irgendwas anderes gemacht hättest. Das ist ja, wie gesagt, immer persönlicher Style, den man hier reinbringt. Das waren 2 weitere Bilder hier von der 5 Minuten Raw Challenge. Ich hoffe, dir hat dieses Video gefallen. Wenn dem so ist, kannst du auf jeden Fall einen Daumen nach oben geben. Und falls du noch irgendwelche Fragen hast oder selber mal mitmachen möchtest, einfach in die Kommentare damit. In der Infobox steht die E-Mail-Adresse, an die du die RAW-Dateien schicken kannst. Das Ganze funktioniert über WeTransfer. Wenn du direkt eine E-Mail schickst, dann wird die meistens zu groß. Deswegen nutzt du da einfach WeTransfer. Wie gesagt, der Link ist in der Videobeschreibung. Und ansonsten würde es mich natürlich freuen, wenn du Interesse hast, dann kannst du auch gerne mal auf meinem Online-Store vorbeischauen. Denn da gibt es Videotrainings zum Thema Lightroom, Fotografieren, Photoshop und so weiter und so fort. Also, viel Spaß und bis zum nächsten Mal. Ciao.